Genau, es wurde ja schon gesagt, ist eher so ein deutsches Thema, deshalb bleiben wir auch jetzt in der deutschen Sprache. Ich erzähle was zu praktischen Erfahrungen bei der Beantragung von Fluggenehmigungen. Kommen auch gerade am besten schon mal gleich zur Agenda. Das heißt, wir stellen uns einmal kurz vor, was wir so machen und wer wir sind. Dann kommen wir zur speziellen Kategorie, aber auch nur was ganz Allgemeines, weil ich glaube, Sie haben bestimmt schon viele Vorträge gehört, die auch, sag ich mal, sehr sich auf die ganze Theorie irgendwie beziehen. Und wir wollen so ein bisschen die Brücke spannen, weil wir sind halt selber ein Vermessungsbüro, sind auch Vermesser und wollten mal so auf die wichtigsten Punkte irgendwie zu sprechen kommen und auch Sachen, die uns in der Praxis dann eigentlich auch wirklich dann betreffen. Genau das dann diesen Punkt in den praktischen Erfahrungen. Und am Ende sage ich auch noch mal kurz was dann zum Fazit. Okay, wir sind wieder. Also mein Name ist Patrick Avell. Ich arbeite bei Vermessung 3D, bin studierter Geoinformatiker, aber eigentlich seit dem Studium immer noch im Bereich Vermessung aktiv und eigentlich immer Drohnenvermessung. Vermessung 3D wurde 2011 gegründet mit dem Bereich, also mit dem Schwerpunkt im Bereich Nahbereichsfotogrammetrie und auch seit 2012, seitdem die Drohnen so einen ersten Einzug ins Luftrecht hatten, haben wir dann auch die Fotogrammetrie auf die Drohne gepackt, haben dann erstmal mit Eigenbauten Flüge gemacht und haben sozusagen eigentlich schon seit 11 Jahren Erfahrung mit der Drohnenvermessung. Wir fliegen auch, also viele Projekte auch einfach Steinbrüche, Halden und so weiter, aber auch ganz viel Bauwerke, Deformationsanalysen. Bei uns wird es echt richtig spannend, wenn man wirklich die Genauigkeiten rauskitzeln muss. Da erreichen wir auch Genauigkeiten im Bereich von 2 mm, jetzt wenn es um Deformationsanalysen geht, aber hat natürlich dann auch einen Anspruch bei den Passpunkten. Die Nachfrage wurde bei den Kunden immer größer, die wollen das dann irgendwo auch selber machen. Auch die Systeme wurden immer reifer. DJI ist ja bei den meisten, denke ich mal, ein Begriff. Das heißt, auch für die meisten Leute war das dann immer einfacher anzuwenden. Und deshalb vertreiben wir auch seit 2015 Drohnensysteme und sind dort halt DJI Enterprise Reseller. Was machen wir so? Wir können Ihnen anbieten erstmal komplett individuelle Komplettlösungen. Das heißt, wir schauen uns immer an, was machen Sie so, was sind Ihre Anwendungen, was haben Sie für eine Infrastruktur intern, schauen dann, welches Drohnensystem passt zu Ihnen, welche Sensorik brauchen Sie. Das heißt, da am Anfang steht immer eine sehr ausführliche Beratung. Wir unterstützen auch im Bereich UAV-Luftrecht. Gerade das natürlich aktuell, wie wahrscheinlich jedem bekannt ist, eher ein schwieriges Thema oder wird immer komplexer, immer schwieriger. Und was uns eigentlich auszeichnet, wir machen einen On-the-Job-Support. Das heißt, wenn Sie bei uns auch eine Drohne oder eine Schulung gekauft haben für Software zum Beispiel, wir setzen uns auch mit Ihnen aktiv hin, per TeamViewer zum Beispiel, gucken dann an Ihr Projekt, an Ihrem Rechner, was haben Sie eingestellt, was kann man vielleicht besser einstellen, damit Sie auch die Ergebnisse erhalten, die Sie erhalten möchten oder brauchen. Wir haben eine Online-Schulungsplattform, wir bieten auch Online-Schulung an von der kompletten Palette, das heißt, ob A2-Fernpilotenzeugnis, sei es Hardware-Schulung, Theorie oder auch Praxis, Software-Schulung oder auch im Bereich spezielle Kategorie bieten wir Schulungen an. Und es gibt auch viele Kunden, die zu uns kommen und sagen, ja, wir haben die und die Problemstellung, könnt ihr nicht dazu mal eine Schulung machen? Dann machen wir das dann auch immer ganz gerne. Wir setzen sehr viel Software ein. Das ist jetzt nur ein Auszug, der hier steht mit Metashape, DJI Terra und Pix4D. Wir machen auch selber Dienstleistungen, also bieten auch die Vermessungsdienstleistungen an. Wir haben Laserscanner, Multispektralkameras, alle verschiedenen Drohnen in Gewichtsklassen. Das heißt, wir haben ein großes Portfolio, auf das wir zurückgreifen können, um da zu unterstützen. Wir können aber auch sagen, okay, Sie fliegen irgendwo, Sie haben aber vielleicht nicht die Zeit und die Muße, sich in die Auswertung einzuarbeiten, dann schicken Sie uns die Daten, wir werten die für Sie aus. Okay, kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Wie gesagt, da möchte ich nur ganz grob auf die Theorie mal kurz eingehen. Ich denke, es ist mittlerweile ein Begriff, dass es verschiedene Kategorien gibt, offen, speziell und zulassungspflichtig. Zulassungspflichtig lassen wir auch einfach mal ganz weg. Und die offene Kategorie hat halt gewisse Kriterien, die Sie erfüllen müssen. Zum Beispiel die Flughöhe, das Gewicht, Sie müssen innerhalb der Sichtweite fliegen, aber auch ganz wichtig, Sie müssen einen bestimmten Abstand zu Unbeteiligten einhalten. Das heißt, je nach Drohnenklasse, die Sie haben, müssen Sie ja entweder halt diese 5 bzw. 30 Meter Seitenabstand einhalten, eigentlich auch, sagt man, mit der Daumenregel 1:1 Abstand muss man auch einhalten und mit den A3-Drohnen, also sagen wir so eine Matrice 300, 50 RTK, ist dann im A3-Bereich anzusiedeln, da müssen Sie halt 150 Meter Abstand zu Wohngebieten und Industriegebieten halten, auch wenn Sie selber der Eigentümer vom Industriegebiet sind. Und wenn Sie diese Kriterien nicht mehr einhalten können, landen Sie eigentlich sofort in der speziellen Kategorie. Und das bedeutet, Sie brauchen eigentlich eine Betriebsgenehmigung und müssen eine sogar Risikobewertung machen. Und ich sag mal, Drohnen, also gerade mit diesen Abständen zu Unbeteiligten, gerade wenn ich eine Straßenvermessung habe, also Vermessungstätigkeiten finden oft in besiedelten Gebieten statt. Und da kann ich eigentlich nicht einen gesamten Straßenbereich irgendwie absperren, dass kein Unbeteiligter reinrennt, weil ich möchte ja fliegen während des Betriebes, ich möchte keine Sperrung machen. Dann sind Sie, wie gesagt, automatisch in der speziellen Kategorie. Also,
Jetzt vielleicht die Frage bei manchen Leuten, die wissen vielleicht noch nicht genau, was sind unbeteiligte Personen. Da gibt es auch eine ganz klare Definition. Unbeteiligte Personen sind alle Personen, die jetzt nicht explizit in ihre Flugmission eingewiesen sind. Da gibt es mittlerweile eine Ausnahme, das war früher nicht so, also, oder seit Anfang 2022 gibt es das, das Sheltered Persons, also alle Personen, die ein Dach über dem Kopf haben, die zählen jetzt nicht mehr als unbeteiligt. Das heißt, alle, die in Autos sind, die in der Bahn sind und so weiter, die auch oder in Gebäuden, zählen aber auch so Bushaltestellenboxen, die zählen nicht mehr als Unbeteiligte, weil sie dem Risiko nicht ausgesetzt sind, dass denen eine Drohne auf den Kopf fällt. Und wie macht man Leute zu Beteiligten? Da reicht es leider nicht aus, einfach nur ein Vermessungsschild hinzustellen, machen Achtung, wir machen hier Drohnenvermessungen. Das war früher mal, wurde das immer so hier und da gesagt, aber so geht es leider nicht. Das heißt, man muss die Leute schon richtig einweisen, man muss denen sagen, also, was das Risiko ist, was man beachten muss, wie verhält man sich bei gewissen Fehlern, bei Notfallprozeduren. Und eigentlich muss man auch die Leute entsprechend ausstatten, wie der Fernpilot selber auch ausgestattet ist. Die Zustimmung muss Gott sei Dank nicht mehr schriftlich erfolgen, sondern es reicht aus, das verbal zu machen. Aber man muss auch das Recht haben zu sagen, nein, ich möchte nicht beteiligt sein. Gut, soviel zu den unbeteiligten Personen. Dann die Frage, wer so für sie zuständig ist. Da ist Deutschland, ich sage mal, so eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft. Also das Luftfahrt Bundesamt macht die Betriebsgenehmigung für alle Länder, die hier in Orange dargestellt sind, für alle Bundesländer. Und die Landesluftfahrtbehörden machen die Betriebsgenehmigung in den Bereichen oder in den Bundesländern, die hier blau markiert sind. Das Luftfahrtbundesamt macht noch viel mehr andere Sachen, die sind dann für das LUC zuständig, aber da gehe ich jetzt heute mal nicht drauf ein. Bleiben wir erstmal bei dem Thema Betriebsgenehmigungen. Die Landesluftfahrtbehörden sind auch immer für die Allgemeinerlaubnis oder die Genehmigung für die geografischen Gebiete zuständig. Das heißt, sie müssen unterscheiden, dort, wo ihr Betriebssitz ist, also ihr Firmensitz oder wo die Behörde sitzt, nach dem Bundesland richtet sich dann die Behörde oder die Luftfahrtbehörde, die Ihnen die Betriebsgenehmigung erteilt. Wenn Sie aber ein geografisches Gebiet haben, sind Sie immer in dem jeweiligen Bundesland, müssen Sie sich melden. Das heißt, wenn Sie jetzt in Baden-Württemberg Ihren Sitz haben, ich sage mal irgendwie in Karlsruhe oder so, dann haben Sie Ihre Betriebsgenehmigung aus Baden-Württemberg. Wenn Sie jetzt aber in Mecklenburg-Vorpommern fliegen, zählt immer noch Ihre Betriebsgenehmigung aus Baden-Württemberg, aber Sie brauchen die Erlaubnis für die geografischen Gebiete dann aus Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Gut, was ist jetzt alles so im Bereich Betriebsgenehmigung möglich? Es gibt diesen SAIL-Wert, das heißt Specific Assurance and Integrity Level. Das deutet so ein bisschen das Risiko an. Also je höher mein SAIL-Wert, desto höher mein Risiko und desto höher eigentlich auch der Anspruch an das Betriebshandbuch, an die ganzen Anforderungen, die ich erfüllen muss. Ich sage mal, alles, was so in SAIL 1 und SAIL 2 stattfindet, das ist alles noch mit einem vertretbaren Aufwand umsetzbar. Man kann da aber auch schon relativ viel machen. Das heißt, aktuell mit SORA 2.0 geht zum Beispiel VDOS-Flüge mit der älteren Modell Phantom 4TK, Mavic 3 Enterprise-Serie oder der Matrice-Serie kann man in besiedelten Gebieten VDOS fliegen. Die VDOS-Flüge sind nur mit den kleineren Drohnen, also jetzt die Mavic 3 Enterprise-Serie zum Beispiel in besiedelten Gebieten möglich. In dünn besiedelten Gebieten kann ich auch mit der Matrice 300 RTK Bivilos fliegen in SAIL 2. Und wie gesagt, alles ab SAIL 3, das wird dann ein bisschen aufwendiger. Ich sage mal so, für die üblichen Vermessungsflüge ist der Aufwand eigentlich fast schon zu groß, weil man muss viel mehr Nachweise erbringen und es beginnt auch schon mit der Validierung durch kompetente dritte Stellen. Vielen Leuten, also zumindest mal die, die sich nicht mit der Betriebsgenehmigung auseinandergesetzt haben, die noch in offen fliegen, die kennen den Begriff VLOS, BVLOS, wissen aber eigentlich gar nicht, was der bedeutet und wie der eigentlich genau definiert ist, wie weit die Entfernung ist. Um jetzt BVLOS irgendwie mal berechnen zu müssen oder berechnen zu können, brauche ich erstmal die sogenannte charakteristische Dimension. Das heißt, es ist die Diagonale oder die maximale Maß von Propellerspitze zu Propellerspitze. Also wirklich die maximale Ausmessung von der Drohne. Und wenn ich das bestimmt habe, kann ich das in verschiedene Formeln einsetzen. Auf die Formeln, ja, das LBA bestimmt, da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber es gibt die Attitude Line of Sight, die steht im Prinzip für die Richtungserkennung, das heißt, Sie müssen die Drohne in der Luft erkennen und sehen, wie sie ausgerichtet ist. Und es gibt die Detection Line of Sight, die im Prinzip, ich sag mal, die Sichtbarkeit in der Luft definiert. Und wir, ich sag mal, in der Vermessung sind oft mit Kameras unterwegs, möchten Fotogrammetrie machen, wir fliegen nicht bei Nebel, wir sind eigentlich schön Wetterpiloten. Von daher betrifft uns eigentlich meistens eher die Attitude Line of Sight. Und wenn ich jetzt die Parameter einsetze, dann habe ich jetzt bei zum Beispiel der Mavic 3 Enterprise-Serie, komme ich ungefähr bei 222 Metern raus. Mir ist bewusst, dass viele Leute, die meinen, sie fliegen VLOS, die fliegen eigentlich so weit, bis sie noch einen Punkt am Himmel erkennen.
Ist aber eigentlich, ich sehe schon manche grinsen hier, das machen nämlich auch die meisten, die man da mal so hört, ist aber eigentlich nicht mehr VLOS. Das heißt, im VLOS-Bereich müssen Sie die Ausrichtung der Drohne erkennen. Und wenn man mal ehrlich ist und mal mit der Drohne 222 Meter wegfliegt, dann sagt man, ja, okay, ich erkenne auch die Ausrichtung. Wenn ich weiter wegfliege, erkenne ich nur noch einen Punkt. Und wenn ich mal kurz runtergucke, je nach Wolkenstand, sehe ich auch die Drohne irgendwann nicht mehr oder ich muss sie suchen. Also, wenn man ehrlich zu sich selber ist, kommt der Wert schon so in den Bereich. Und wenn man jetzt auch sagt, okay, das ist ja wirklich die direkte Entfernung und wenn ich jetzt aber die horizontale Entfernung sehen möchte, weil ich möchte ja meine Flugplanung machen, die projiziere ich ja meistens irgendwie auf dem Boden, dann muss ich eigentlich auch noch überlegen, okay, VLOS ist ja eigentlich nur ein Halbkreis um mich rum, das heißt, wenn ich 220 Meter hoch fliege, kann ich auch nicht mehr 220 Meter weit wegfliegen, weil dann ist natürlich, Satz des Pythagoras, die Entfernung viel weiter. Das heißt, so bei 60 Metern Flughöhe bin ich halt schon bei 214 Meter Entfernung. Und was man auch bedenken muss, also gerade in der speziellen Kategorie, es gibt verschiedene Betriebsvolumen. Das heißt, ich habe einmal meine Flight Geography, meine Fluggeografie und in dieser Fluggeografie findet mein normaler Betrieb statt. Also alles, was ich kontrolliert betreibe. Das heißt, meine komplette Flugplanung ist da drin, nicht nur das Interessengebiet, sondern die komplette Flugplanung. Und der Bereich drumherum, das Contingency Volume, ist sozusagen ein Sicherheitsvolumen. Das heißt, wenn meine Drohne irgendwie ein Fehlverhalten hat, irgendwie abdriftet, habe ich in dem Volumen noch Zeit oder die Möglichkeit, die Kontrolle zu übernehmen, die Drohne zurückzusteuern. Wenn ich aber auch das verlasse, muss ich die Drohne kontrolliert zum Absturz bringen. Deshalb auch dieser Ground Risk Buffer, also ein Bodenrisikopuffer. Und der VLOS-Bereich, der betrifft nicht nur die Flight Geography, sondern auch das komplette Contingency Volume. Das heißt, ich muss auch in den Gebieten, wo ich nochmal manuell kontrolliere, VLOS einhalten können. So viel zu dem Betriebsvolumen. Jetzt möchte ich mal auf ein paar Minderungsmaßnahmen eingehen. Also wie gesagt, SORA-Analyse machen wir jetzt hier nicht komplett, das ist viel zu weit. Es gibt so verschiedene Minderungsmaßnahmen, die uns auch betreffen. Da ist eigentlich das Bodenrisiko so das, was uns am meisten betrifft. Da gibt es die M1-Mitigation, das sind dann strategische Minderungen des Bodenrisikos, wie zum Beispiel dieser Bodenrisikopuffer, den ich gerade gezeigt habe. Oder dass man sich mit Zeitfenstern einschränkt, dass man nur zu Zeiten fliegt, wo die Personendichte vor Ort geringer ist. Es gibt die M2-Mitigation, das sind dann die Verminderungen der Auswirkungen eines Bodenaufpralls. Das ist Beispiel Fallschirm. Dann gibt es noch den Notfallplan. Da gehe ich heute nicht näher drauf ein. Das ist eigentlich mittlerweile fast ein Standard, das kann man gut anwenden. Ist wie so beim Erste-Hilfe-Kurs oder so, dass man halt gewisse Abfolgen hat, um auch den Schaden auch nochmal weiter zu minimieren. Kommen wir jetzt mal zur M1-Mitigation. In der Betriebsgenehmigung, wie gesagt, Sie müssen diese verschiedenen Werte bestimmen, das heißt Ihre Flight Geography, in der Sie fliegen, Sicherheitsvolumen und Bodenrisikopuffer. Und auf die Formel gehe ich jetzt nicht groß drauf ein, aber es gibt, sage ich mal, für uns, für die Befliegung drei Parameter, die da auf jeden Fall reinspielen, die wir immer variabel haben. Das sind die Flughöhe, die Fluggeschwindigkeit und weil wir oft auch ein Fallschirmsystem einsetzen, die maximale Windgeschwindigkeit. Und das ist jetzt ein Beispiel, das ist jetzt hier, gibt es auch, glaube ich, einen Laserpointer bestimmt, oder? Ja, aber gut, sieht man nicht. Egal, also Sie sehen es ja, das ist jetzt die Innenstadt von Trier. Sie haben oben jetzt einmal eine Flight Geography, die ist eigentlich immer gleich. Links haben Sie ein Beispiel, da haben wir, sage ich mal, kleinere Parameter gewählt mit 40 Meter Flughöhe, 3 Meter Fluggeschwindigkeit und 5 Meter maximale Windgeschwindigkeit. Wenn ich das Ganze jetzt aber ein bisschen auf die Spitze treibe, ich fliege viel höher, weil ich kann im Bereich von der Auflösung her, ich fliege auch viel schneller, 15 Meter pro Sekunde und ich möchte auch bei höheren Windgeschwindigkeiten fliegen, dann habe ich auf einmal einen sehr großen Bodenrisikopuffer. Und mein Risiko betrachte ich im kompletten Bodenrisikopuffer, dort dürfen keine Menschenansammlungen sein für Zelt 2. Und ich muss eigentlich auch vor Ort Inspektionen durchführen und mich mit Zeitfenstern einschränken. Wenn ich jetzt links schaue, das ist ein Wohnbereich, wenig Gewerbe, das kann ich noch ganz gut überblicken. Wenn ich jetzt das andere hier nehme, auf der rechten Seite, da habe ich dann schon den Hauptbahnhof mit drin, mit Busbahnhof, wo sicherlich auch mal Menschenansammlungen sind. Sie haben die Innenstadt, Sie haben dann da, ich kann es jetzt nicht zeigen, aber da oben irgendwo dann auch die Porta Nigra, Einkaufshäuser, da ist immer viel los. Das heißt, was man sich vielleicht mitnehmen sollte, wenn Sie in der speziellen Kategorie fliegen, man fliegt nicht mehr rein nach fotogrammetrischen Gesichtspunkten oder die man als Vermesser ansetzen würde. Man muss quasi eine Balance finden zwischen was kann ich mit meiner Flugeffizienz erreichen und was ist eigentlich rechtlich sinnvoll oder wie kann ich mich vielleicht noch mal ein bisschen einschränken, dass ich halt meinen Bodenrisikopuffer nicht so groß habe. Dann M2-Mitigation muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Es gibt halt verschiedene Fallschirmsysteme für alle Drohnen, also auch für die Phantom 4TK, für die Mavic 3 Enterprise-Serie, aber auch für die Matrice-Serie gibt es Fallschirmsysteme, um das Bodenrisiko zu mindern. Auch ein Begriff, da werden wir auch immer häufig gefragt,
Weil früher durfte man ja eigentlich immer fliegen. Also man hat seine Genehmigung gehabt und durfte fliegen. Das ist nicht immer der Fall jetzt. Das heißt, man hat erstmal eine präzise Genehmigung, also je nach Bundesland. Beim LBA zum Beispiel haben sie erstmal eine präzise Genehmigung. Das heißt, sie müssen wirklich in der Genehmigung ihr Fluggebiet beschreiben. Und die Genehmigung zählt auch nur für dieses Fluggebiet. Wenn sie 100 Meter weiter fliegen, haben sie da keine Genehmigung, auch wenn eigentlich die ganzen Parameter gleich sind. Eine generische Genehmigung ist dann, sage ich mal so, das Upgrade, würde ich einfach mal sagen. Dann können sie nämlich fast fliegen wie früher. Das heißt, sie beschreiben ihre Parameter oder die Bedingungen für die Orte oder Fluggebiete sehr allgemein. Die richten sich aber jetzt nicht nach, okay, ich fliege nur über Steinbrüche oder so, sondern da geht es halt eher nach den SORA, also nach den Risikobewertungsparametern, sprich Bevölkerungsdichte, Luftraumklasse etc. pp. Und das heißt, der Betreiber selber, wenn er eine generische Genehmigung hat, muss der prüfen, ob das Fluggebiet innerhalb dieser Bedingungen fällt. Ansonsten muss der hier halt nochmal eine Genehmigung einholen. Was man auch sagen muss, die Minderungsmaßnahmen dürfen nicht auslegungsfähig sein. Das LBA, also deshalb wird halt gerade bei dieser M1-Mitigation, wo es um diese Zeitfenster geht, Personendichte, sagt man, okay, das ist halt wirklich Auslegungssache. Da kriegen Sie erstmal keine generische Genehmigung, sondern eher eine präzise Genehmigung. Ist aber auch immer so ein bisschen bundeslandabhängig. Und deshalb bekommen Sie auch nicht beim ersten Mal eine generische Betriebsgenehmigung, weil das Luftfahrtbundesamt muss erstmal Sie als fähig ansehen. Das heißt, Sie müssen erstmal eine Handvoll Genehmigungen einreichen und dann sagen Sie, okay, jetzt kriegen Sie eine generische Genehmigung. Es gibt auch manche Bundesländer, die erteilen direkt eine generische Genehmigung. Das gibt es auch. Aber können wir dann mal im Vier-Augen-Gespräch klären. Jetzt sehe ich gerade, die Zeit geht zu Ende. Ich beeile mich da mal kurz. Genau, Betriebshandbuch, auch ganz wichtig. Sie müssen wirklich da alles reinschreiben, was Ihren geplanten Flugbetrieb betrifft. Machen Sie es möglichst modular, damit Sie besser erweitern können. Aufbau zeige ich auch gleich. Und es ist aber auch ein Vorteil, so ein Betriebshandbuch zu haben, weil Sie haben dort wirklich Ihren kompletten Betrieb beschrieben. Und wenn Sie neue Mitarbeiter haben etc. pp., ist es nicht immer alles so ein bisschen, ich sage nicht gemauschelt, aber es ist nicht immer so unter der Hand immer weitergegeben, sondern Sie haben wirklich eine Handlungsanweisung, wo alles drinsteht, wo man sich danach richten kann. Das ist für viele auch ein großer Vorteil tatsächlich. Und es müssen alle Kriterien der SORA reingepackt werden, weil wenn Sie nicht alle SORA-Kriterien erfüllen, kriegen Sie auch keine Genehmigungen. Hier mal so ganz kurz nochmal ein grober Aufbau. Ich beeile mich auch. Genau, man hat erstmal so einen allgemeinen Teil, wo man so die ganzen Dokumentengeschichten anspricht. Man hat einen betrieblichen Teil, wo Sie erstmal sich beschreiben als Organisation, als Firma, als Behörde, was Ihr Betrieb so macht, ganzen Prozeduren, die man hat für Starts, Landungen, Notfallprozeduren. Dann hat man einen technischen Teil, das heißt, dort wird die Drohne an sich beschrieben. Und man hat nachher einen Anhang, wo dann entweder die generische Genehmigung beschrieben wird oder die ganzen Fluggebiete mit beinhalten. Dann komme ich auch ganz schnell zu einem Fazit. Man muss immer wirklich aktuell so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Es gibt immer wieder Ergänzungen oder Änderungen im Luftrecht, zum Beispiel diese AMCs, also die Applicable Means of Compliance oder Guidance Material, also Handlungs- oder Anleitungsmaterial. Demnächst gibt es auch SORA 2.5, da war, glaube ich, auch gestern, meine ich, ein Vortrag dazu. Das heißt, da ändert sich auch hin und wieder mal was. Betriebsgenehmigungen sind vielleicht für viele erstmal so ein kurzer Schock oder man hat anfangs vielleicht einen höheren Zeit- und Kostenaufwand für die klassischen Vermessungsflüge, aber wenn Sie den mal haben, dann können Sie eigentlich sagen wir, fast fliegen wie früher in den meisten Fällen. Und wenn man das Ganze auch durch ein Beratungsunternehmen macht, das heißt, wenn man Sie, also wir unterstützen Sie auch dann gerne, aber wenn man das halt auch machen lässt, dann ist das auch nur nochmal ein Kostenaufwand, ein geringer Zeitaufwand und Sie müssen nicht selber da monatelang in das, auf englische SORA, ich glaube, das sind zig Seiten, die man da durchlesen muss, ist nicht für jeden, jedermanns Sache. Wie eben gerade schon gesagt, es gibt einen Vorteil, eine klare Struktur im Betriebshandbuch, ich habe einen sicheren Betrieb, ich habe neue Möglichkeiten, das heißt, ich kann auch außerhalb der Sichtweite mittlerweile fliegen, für viele bestimmt auch interessant, die irgendwelche Leitungen befliegen, also Stromleitungen oder Gasleitungen etc. pp. Und ich kann natürlich auch viel höher fliegen. Und eben für die Vermesser hier auch, ich fliege nicht nur rein nach fotogrammetrischen Gesichtspunkten, ich muss mich auch ein bisschen nach dem Luftrecht richten, sodass ich vielleicht nicht nach maximaler Flugeffizienz fliege, sondern auch einfach, was halt rechtlich danach Sinn macht. Gut, ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr überzogen und dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Aber kommen Sie auch gerne zu unserem Stand. Die Nummer habe ich gar nicht im Kopf, muss ich ehrlich sagen, ich bin schlecht vorbereitet. Aber beim DJI-Stand gegenüber von Esri, da stehen wir. Kommen Sie gerne vorbei, wenn Sie noch Fragen haben. Vielen Dank, Patrick Havel.